Oh, ich bin so aufgeregt. Oh, hallo, da sind wir zu dem angekündigten Unboxing. Und da ist es noch total ungeöffnet. Ja, ich muss mich entschuldigen, wenn die Soundqualität vielleicht nicht ganz so toll ist. Aber da haben wir es. Oh, jetzt bloß vorsichtig beim Aufmachen. Dass wir auch nichts kaputt machen. Ja, schon passiert. Oder? Nee, alles gut. Bloß die Außenhülle. So. Und vernünftig abmachen hier. So, so sieht's aus. Von der Seite überall. Okay, machen wir es mal auf. Erstmal, ja, muss ich sagen, habe ich mir die Box ein kleines bisschen größer vorgestellt. Und haben wir hier einmal Schlüsselband. Richtig nice. Ja. Vorne wird so. Sicherheit kann man den so auseinanderreißen, falls man sich irgendwo aufhängt. Okay, Schlüsselband haben wir. Super, was haben wir hier? Ach so, das ist das Modding-Video-Tutorial jetzt 3.0. Also eine ganz kleine Papphülle. Jawohl. Der Trecker, der wird jetzt auch jedes Mal bei mir auf dem Schreibtisch stehen, ist ein Findvario 926. Okay, hier haben wir noch ein paar Aufkleber vom Challenger, vom Fendt, Massey Ferguson. Also ganz, ganz viele. Ich zeige euch die mal so ein bisschen. Hier haben wir vom Rostlemesh, einmal von Joskin, Horsch ist dabei und natürlich Stiel für die ganzen Kettensägen. Ja, dann haben wir hier noch Trelleborg, Lely. Ne? Was haben wir hier Schönes? Achso, die ganzen Karten. Sehr nice. Okay, cool. Hier haben wir mal die Frau. Da mal ein bisschen von oben Ansicht von der Map. Der Mann mit Kettensäge. Ja, darauf bin ich natürlich richtig gespannt. Einmal mit dem Zug fahren. Ja, und hier würde ich sagen, haben wir so ein bisschen was irgendwie vom Stausee. Und jetzt kommt natürlich das Schönste. Und da haben wir es. Das Game einmal für euch. Dass wir auch richtig schöne Abende verbringen können. Gut. So, ich vermisse eigentlich noch ein bisschen was. Komischerweise ist das A2-Poster gar nicht mit drin. Oder ich übersehe es hier gerade irgendwie, aber eigentlich. Ne. Ne, also es ist ja, nicht. Eben schon gesagt, irgendwie. Nicht. Vermisse ich das Poster so ein bisschen. Oder ist es in den Dings drin? Gucken wir mal. Ob in der Gamehill mit drin ist. Hier haben wir einmal das Handbuch. Ja, dann so Art of Modding Buch. Ah, hier haben wir das Poster, alles klar. Ah, auch cool gemacht. Guck mal, auf der Rückseite von dem A2 Poster ist die ganze Map zu sehen. Ja, auch cool gemacht. Aber ich glaube, ich werde mir die Seite so ein bisschen aufhängen. In meiner
Computerecke werde ich mir das so ein bisschen aufbauen. Ah, hier haben wir einen Code mit bei. Alles klar. Okay, hier haben wir noch kurze Tastaturbefehle. Sind ja auch noch mal mit drauf. Extra, dass man vielleicht nicht in die Einstellungen reingehen muss. Aber ich hoffe mal, da hat sich nicht ganz so viel verändert wie zum LS15. Aber wir sind gespannt. So, ich räume jetzt hier ein bisschen auf und dann sehen wir uns gleich. So, ihr seht's, aufgeräumt habe ich. Und ja, Installation habe ich auch natürlich schon schnell in Gang gebracht. Dauert zwar ziemlich lange mit der Installation, aber er schreitet voran. Ja, irgendwie scheine ich wohl nicht ganz so schnell das CD-ROM-Laufwerk zu haben oder das DVD-Laufwerk. Egal, ich bin fast fertig, fehlen bloß noch 5%, sehe ich gerade. Und ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich.